So, willkommen zurück zum letzten Vortrag im Agile Leadership Track. Last but certainly not least haben wir heute noch Stefan Rohgewinn. Dessen Vortrag heißt heute Agil ohne Wattebäuschen, das Ringen mit harten Realitäten. Dass wir spätestens seit Christoph Braun wissen, dass alte Haudegen oder Fossilien nichts Schlechtes sind, sondern was Tolles sind, hat uns auch Stefan bewiesen, der schon seit 1999 mit dabei ist, Business Stories erfunden hat, so glaubt er zumindest. Und dementsprechend freuen wir uns extrem auf diesen Vortrag. Stefan, du kannst loslegen. Okay, vielen Dank. Oh, das fängt ja gut an. Vielen Dank und herzlich willkommen zum Vortrag Agile ohne Wattebäuschen. Mein Name hast du schon gesagt, Stefan Ruck. Ich komme von der Firma IT Agile. Wir beschäftigen uns mit Beratung und Coaching rund um Agilität. Und zumindest ein Teil der Erfahrung aus diesen Projekten ist auch ausschlaggebend für diesen Vortrag gewesen. Und wir beginnen mal ein bisschen mit meiner Historie. Wie schon erwähnt, bin ich seit 1999 dabei. Also dabei heißt hier bei Agilität dabei. Damals zunächst mit Extreme Programming, später sind dann Scrum, Kanban und so weiter dazugekommen. Und ich habe eine Informatikausbildung, das heißt, ich bin zuerst als Entwickler mit Agilität in Kontakt gekommen. Und was mich total angefixt hat, war, dass durch die kurzen Iterationen das möglich war, sehr früh und häufig Softwarekunden zu zeigen oder sogar an Kunden auszuliefern und sehr früh zu erleben, welchen Unterschied diese Software für die Kunden macht. Also, dass für die irgendwas besser wird. Während ich vorher, habe ich insbesondere als Werkstudent auf vielen so wasserfallartigen Projekten gearbeitet. Da habe ich dann 6 Monate vor mich hin programmiert und den Kunden habe ich niemals gesehen. So, also im besten Fall habe ich vom Hörensagen mitgekriegt, ob irgendjemand irgendwas mit dem anfangen konnte, was ich da zusammen programmiert habe. Das heißt, was für mich ein treibendes Thema war von Anfang an, war, durch Agilität die Wirksamkeit zu erhöhen, und zwar zunächst die der Kunden. Und indirekt habe ich dadurch natürlich auch einen viel besseren Blick auf meine eigene Wirksamkeit gekriegt. Also ich habe gemerkt, wo mein Beitrag ist dazu, das Leben von Menschen und auch das Leben von Unternehmen besser zu machen. Und dieses Thema, das begleitet mich jetzt schon über mehr als 20 Jahre seitdem. Das heißt, als ich dann später in Scrum Master und Agile Coaching Rollen gearbeitet habe und heute habe ich ja tatsächlich mehr mit Leadership und Product Ownership, Coaching und Ausbildung zu tun. Auch da hat mich immer das Thema Wirksamkeit umgetrieben. Also wir machen das Ganze, damit Wirkungen sich entfalten, also damit Dinge anders und besser werden. Und zwar primär tatsächlich auch für unsere Kunden. Jetzt habe ich aber, sehen wir aber auch Strömungen, die da zumindest nicht so hundertprozentig drauf passen. Also etwas, was wir immer wieder beobachten, ist, dass Scrum Master und Agile Coaches, manchmal auch Teams, gefühlt ein bisschen komischen Fokus legen. Also die sind dann vielleicht abgelenkt durch das neueste heiße agile Spiel oder eine coole Retrospektiventechnik oder ein neues Moderationsformat und verlieren dadurch mitunter den Blick auf das, weswegen wir das Ganze überhaupt tun. Also den Blick auf die Wirkungen. Und dann will ich nicht sagen, dass jetzt neue Retrospektiventechniken eine schlechte Idee sind oder dass man sich mit agilen Spielen nicht beschäftigen sollte. Ich glaube, es sind alles tolle Sachen, die wir aber verstehen müssen als Mittel zum Zweck. Also wir benutzen diese Dinge, um Wirkungen zu erzielen. Hoffe ich jedenfalls.
Das heißt, wer primär den Fokus hat, zu sagen, Hauptsache dem Team geht's gut, der hat aus meiner Sicht Agilität nicht richtig verstanden. Und da könnte man sagen, Sätzen 6. Und diese Sichtweise, dieser Fokus, den gibt es, oder zumindest wird er wahrgenommen, weil wir inzwischen auch leider eine ganze Reihe von Unternehmen kennen, die alle ihre Scrum Master und Agile Coaches rausgeworfen haben, weil das Management im Unternehmen keine Ergebnisse gesehen hat. Und wenn die auf die Scrum Master und Agile Coaches zugegangen sind und gesagt haben, wir möchten hier mal sehen, ob es tatsächlich irgendwas besser wird, habt ihr Zahlen, habt ihr Metriken, habt ihr KPIs, könnt ihr das irgendwie nachweisen, dann sind die halt mitunter konfrontiert worden mit Aussagen wie, nee, das machen wir hier nicht und geh mal wieder weg, du hast Agilität noch nicht verstanden. Und das kann es aus unserer Sicht nicht sein. Da sind wir mal anders angetreten. Und letztlich tun wir Agilität natürlich auch keinen Gefallen, wenn wir irgendwo rausgeworfen werden, weil irgendjemand total unzufrieden ist mit unserer Leistung. Das heißt, unser Job ist, auch als Scrum Master und agile Coaches, dafür zu sorgen, dass Ergebnisse geliefert werden und dass mit diesen Ergebnissen Wirkungen erzielt werden. Vielleicht hat der eine oder andere das gesehen, dass lustigerweise gerade vor kurzem eine neue Version des Scrum Guides rausgekommen ist, in dem genau das thematisiert wird, also dass dem Scrum Master eine Mitverantwortung an den Ergebnissen zugeschrieben wird. Und damit möchte man halt auch klar machen, dass in Anführungsstrichen ein bisschen rummoderieren zu wenig ist für das, was eigentlich hinter der Rolle steht. So, das ist jemand mit Verantwortung, und insofern passt das durchaus auch in den Leadership-Track, ein Scrum Master und auch ein Agile Coach ist aus meiner Sicht eine Führungskraft. Natürlich eine nicht klassische Führungskraft, weil sie typischerweise keine disziplinarische Weisungsbefugnis hat. Und dass es um Ergebnisse und Wirkungen geht, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie im stillen Kämmerlein ausgedacht, sondern das steht auch schon im Agilen Manifest. Insbesondere drei Prinzipien zahlen direkt darauf ein. Ne? Das stimmt nicht, zwei Prinzipien, eine Aussage. Erstes Prinzip, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Also das ist der Kunde. Und er wird nur dann zufrieden sein, wenn für ihn eine positive Wirkung eintritt. Das zweite Prinzip in meiner Auflistung, heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Hier ist sogar der Wettbewerbsvorteil mit drin. Also irgendwas, was möglicherweise tatsächlich auch mit Geld zu tun hat. Also wir machen das Ganze, damit es auch den Unternehmen wirtschaftlich nützt. Und nicht zuletzt sagen wir, funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Und eben nicht fühlt sich das Team gerade gut. Das ist total cool, wenn das Team sich gut fühlt. Aber das alleine kann nicht das Ziel sein. Und um wirklich hervorragende Ergebnisse zu erzielen, ist es wahrscheinlich auch mal notwendig, dass es ein bisschen unangenehm ist, weil nur dann echtes Wachstum stattfindet. Und diese Wirkungen, die haben zwei wesentliche Dimensionen, die im Grunde beide schon im Agilen Manifest skizziert sind. Ne? Auf der rechten Seite meines Rings haben wir Wirkungen für Kunden. Für die wird irgendwas besser. Und auf der linken Seite Wirkungen für das eigene Unternehmen. Das ist hier visualisiert durch ein Eurozeichen, weil es sicherlich das ist, was erstmal am nächsten liegt. Aber das ist nicht die einzig mögliche Wirkung. Also sowas wie ein besseres Image oder neue Märkte zu erschließen, sind auch völlig valide Wirkungen für das eigene Unternehmen. Und ich finde, auch damit müssen wir uns in der agilen Community, auch als Scrum Master und Agile Coaches, auseinandersetzen. Also nicht irgendwie Geld abwehren von, im Sinne von, das ist schmutzig oder damit will man nichts zu tun haben, Geld stinkt, sondern das ist hier eine valide Komponente. Und tatsächlich würde ich argumentieren, wenn wir für die Kunden die Situation besser machen, dann sollte sich das irgendwie auch für das eigene Unternehmen auszahlen.
Die Ergebnisse, die wir dafür erzielen, also in Scrum sagen wir dazu Produktinkremente, die sind dafür Mittel zum Zweck. Wir erstellen die ja nicht zum Selbstzweck, damit die Software als solches schön ist oder so, sondern sie soll ja Wirkungen entfalten für Kunden und Unternehmen. Und um den Unterschied noch ein bisschen klarer zu machen, habe ich hier ein paar Beispiele aufgeführt. Also wenn wir über Ergebnisse reden, dann reden wir über sowas wie Features oder User Stories, Story Points, sich über Velocity zu unterhalten, hat einen Ergebnisfokus. Wenn wir darüber reden, ob wir irgendwas in time, on budget liefern, hat das alles mit Ergebnissen zu tun. Und das ist alles völlig valide und darüber sollten wir auch reden. Wir sollten nur nie vergessen, warum wir das tun. Und das sind die Dinge außenrum, die Wirkungen. Bei Kunden, bei Unternehmen habe ich schon gesagt, sowas wie neue Märkte, höhere Umsätze, höhere Gewinne, geringere Kosten und so weiter sind potenzielle Wirkungen für Unternehmen. Und bei den Wirkungen für Kunden ist es typischerweise so, dass sie irgendwas tun können, was sie vorher nicht oder so nicht tun konnten. Also sie können entweder komplett neue Dinge tun oder sie können etwas in Kontexten tun, in denen sie das vorher nicht tun konnten. Man denke so ans Transistorradio, das konnte man mitnehmen, zum Beispiel an Baggersee, das konnte man mit den Röhrenradios nicht. Oder sie können Dinge komfortabler tun oder schneller oder billiger oder in höherer Qualität. So. Und das sollte uns natürlich immer völlig klar sein, was sind die Wirkungen für das Unternehmen und die Kunden, die wir erzielen wollen, wenn wir überlegen, welche Ergebnisse wir dafür brauchen. Und um das Bild zu vervollständigen, haben wir in der Mitte noch die Leistungsfähigkeit des Teams, die natürlich beschränkt, welche Ergebnisse wir in welcher Zeit liefern können und damit auch, welche Wirkung wir überhaupt erzielen können. Und natürlich ist nach wie vor die Idee in Agil, die Leistungsfähigkeit des Teams zu erhöhen, um bessere Ergebnisse für herausragende Wirkungen zu erzielen. Es ist schon nach wie vor richtig, dass wir versuchen, das nicht, also diese besseren Ergebnisse nicht durch Anschreien zu erzeugen. So, in einem Dreisatz könnte man sagen, es geht darum, jeweils klar zu haben, was wir warum erreichen wollen und was wir dazu benötigen. Also die Ergebnisse, die Wirkung und die Leistungsfähigkeit. So, jetzt könnte man noch sagen, ey, ernsthaft, jetzt soll ich mich mit Wirkungen auseinandersetzen und weiß ich nicht was, ist das nicht ein bisschen viel? So. Und ist das wirklich gerechtfertigt, dass ein Manager zu mir kommt und sagt, hier, wie sieht es aus mit KPIs? Ist das nicht altes Denken? Ich glaube nicht oder nicht unbedingt, denn wir haben in der Agilität einen starken Fokus auf Autonomie des Teams und das ist, finde ich, auch völlig richtig. Also Autonomie bedeutet ja, ich kann dezentral entscheiden, ich kann schnell entscheiden, ich bin nicht ständig von jemandem abhängig. Und dann wird sich ein Team selbstorganisiert oder nur dann wird sich ein selbstorganisiertes Team auch richtig gut entfalten können und richtige Power erzielen. Etwas, worum wir uns manchmal drum herum drücken, ist, dass Autonomie nur zusammen mit Accountability funktioniert. Also auf Deutsch würde man rechenschaftspflichtig oder Rechenschaftspflichtigkeit sagen. Also dass das Team nicht autonom irgendwie vor sich hin eiert und macht, was es will, sondern dass man auch darüber spricht, was erreicht werden soll und auch unangenehme Gespräche darüber führt, wenn das nicht erreicht wird. Nur wenn man das beides hat, Autonomie und Accountability, dann kann man tatsächlich Wirkung maximieren im Unternehmenssinne. Und diese drei Ebenen, oder die wir besprochen haben, Wirkung, Ergebnisse und Leistungsfähigkeit des Teams, da finden wir zwei in den meisten agilen Vorgehensweisen. Ich habe jetzt hier einfach Scrum als Nomenklatur verwendet. Ne? Wir haben die Sprint Reviews, da reden wir über die Ergebnisse in der Mitte. Darunter haben wir die Sprint Retrospektiven, da reden wir über die Leistungsfähigkeit des Teams. Das, was wir häufig nicht tun, ist über die Wirkungen reden. So, und da könnte man sowas wie Business Reviews einführen. Also wenn man darüber redet, was hat sich jetzt wirklich geändert für wen?
Oder wenn das Unternehmen oder das Team sehr reif ist, könnte man das auch in die Sprint Reviews integrieren. Den meisten Unternehmen wird es aber nicht am Anfang gelingen, weil sie nicht in der Lage sind, so häufig auszuliefern, dass sie im Grunde in jedem Sprint Review über die erzielten Wirkungen des letzten oder vorletzten Sprints reden können. Das ist ja typischerweise so, dass man dann eher 3 bis 6 Monate braucht, um was auszuliefern. Und bevor man nichts ausgeliefert hat, kann ich auch nicht über die Wirkungen sprechen. Ich kann darüber sprechen, was ich mutmaße, was passieren könnte. Ich kann nicht darüber sprechen, was wirklich passiert ist. Und damit diese Diskussionen über die Wirkungen besser stattfinden können, schlagen wir vor, konzeptionell an sowas wie Business Stories zu denken. Und tatsächlich habe ich erst, ich meine, also in der Voreinkündigung, was stand ja drin, ich bilde mir ein, das erfunden zu haben. In dem ersten Vortrag zu dem Thema habe ich erzählt, dass ich mal von Business Stories gelesen habe. Ich konnte mich aber nicht mehr genau erinnern, wo. Und dann haben Kollegen recherchiert und die erste Stelle, die wir gefunden haben, zumindest war ein Buch, an dem ich mitgeschrieben habe. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Wie auch immer, mindestens war die Struktur bis vor kurzem nicht so richtig klar, sondern das geisterte nur als Begriff rum. Und unser Vorschlag hier wäre halt zu sagen, die Business Story könnte folgende Elemente enthalten. Ich habe hier mein Beispiel Möbelkonfiguration. Es beginnt mit der aktuellen Situation. Bisher können Kunden nur Standardmöbel bei uns kaufen. Die Wirkung für Kunden, die wir erzielen wollen, ist, dass die Kunden Anpassungen an unseren Standardmöbeln bekommen können, sodass die Möbel besser in ihre Wohnungen passen. Also zum Beispiel die Maße ändern. Und Wirkung für das eigene Unternehmen. Wir generieren Zusatzumsätze durch die Anpassungsleistung und gewinnen neue Kunden, die keine Standardmöbel kaufen. So, und unsere Idee ist, diese Möbelkonfiguration über eine Webanwendung zu machen. Auf der rechten Seite haben wir einen Feedback-Zyklus beschrieben. Also wir legen fest, wir wollen monatlich drauf gucken auf bestimmte Evaluationskriterien, nämlich den Umsatz mit den konfigurierten Möbeln und die Entwicklungskosten. Und wahrscheinlich gehören für diesen Kontext eigentlich noch 2, 3 weitere dazu. Und häufig wird das so sein, dass eine Wirkung im Unternehmen nicht lokal durch eine Abteilung erbracht werden kann, sondern dass dafür abteilungsübergreifendes Arbeiten notwendig ist. Also um hier diese Business Story umzusetzen einer Möbelkonfiguration, reicht es ja nicht aus, dass ein Entwicklungsteam im E-Commerce-Bereich dazu eine Webanwendung baut. Also da muss die, vielleicht brauchen wir Vertrieb, wir brauchen wahrscheinlich Marketing, um das in den Markt einzuführen. Die Werkstatt muss ihre Arbeitsweise anpassen, weil sie in der Lage sein müssen, nach Individualmaßen zu fertigen und so weiter und so fort. Das heißt, da kriegen wir nochmal eine ganz andere Dimension und auch eine, die dann nennenswert Leadership erfordert, das hinzukriegen, dass diese bereichsübergreifende Arbeit auch stattfindet. Und der Vortrag heißt ja Agile ohne Wattebäuschen. Das heißt, ich schlage vor, bei den Evaluationskriterien auch sehr konkret zu werden und beispielsweise festzulegen, was sind denn so unsere Planwerte bezüglich der Wirkungen monatlich. Also in der Business Story stand ja, wir wollen monatlich drauf gucken. Jetzt könnte man ja sagen, im Mai 80.000 Euro Entwicklungskosten, kein Umsatz, keine Kundenwirkung und das geht immer so weiter. Also das Team wird langsam größer, die Entwicklungskosten steigen also und im September hoffen wir, die erste Wirkung messen zu können, 500.000 Umsatz und die Kunden können Möbel konfigurieren. Warum kann man es in Monaten vorher noch nicht? Weil wir davon ausgehen, dass wir 5 Monate brauchen oder 4 Monate brauchen, um das Produkt tatsächlich in den Markt zu bringen. Und solange es nicht live ist, können auch keine Wirkungen erzielt werden. Wenn man das jetzt so aufschreibt, hoffe ich, dass irgendjemand das doof findet und sagt, ey, wir sehen hier, dass jeden Monat die Kosten höher werden, aber wir sehen bei den Wirkungen 4 Monate lang gar nichts. Geht das nicht besser? Und klar geht das besser. Dafür sind wir ja mit Agilität mal angetreten, zu sagen, wir sind in der Lage, in kleineren Inkrementen wertvolle Software oder wertvolle Produkte zu liefern.
Das heißt, wo wir darauf hinausgehen, wo wir darauf loswollen, ist, diese Business Stories zu splitten. Und ein einfaches Beispiel könnte hier so aussehen, dass man sagt, ja, wir bieten gar nicht alle Möbel an am Anfang, sondern wir fangen mal an mit Möbeln, die sich einfach konfigurieren lassen und die wir viel verkaufen, Regale. Und dann kommen weitere dazu und irgendwann auch Kleiderschränke. Also im Grunde sowas Ähnliches, wie wir tun, wie das ist sowas Ähnliches wie das, was wir tun, wenn wir Epics oder große User Stories splitten, dass wir Business Stories splitten und zwar so, dass wieder Business Stories rauskommen. Meine persönliche Empfehlung an der Stelle ist immer, auf Business Stories abzuzielen, die maximal 3 Monate lang sind. Wenn man es monatlich hinkriegt, noch cooler. So, und dann kann man diesen Forecast der Planwerte wird man dann natürlich überarbeiten, weil man sagt, wir können früher liefern, haben als Kundenwirkung dann erstmal nur, dass der Regale konfigurieren kann, aber dafür schon erste Umsätze. Und der Witz an dieser monatlichen Aufstellung ist aus meiner Sicht, dass sie uns zwingt, früh zwingt, in unangenehme Dialoge zu gehen. Deswegen in der Überschrift steht, wir benutzen das als Forcing Function. Eine Forcing Function ist etwas, was uns dazu zwingt, Dinge zu tun, die wir von selbst vielleicht nicht tun würden. Und unangenehme Gespräche führen ist was, was wir typischerweise nicht so gerne von uns aus tun. Wenn wir aber vereinbart haben, wir gucken da monatlich drauf, wir stellen fest, im Juni, Umsatz ist nur 1.000 Euro, weil nur 50 Leute Regale bestellt haben, dann haben wir jetzt erstmal eine unangenehme Diskussion. Was bedeutet denn das jetzt, ne? Senken wir die Planwerte? Ergibt es dann überhaupt noch Sinn? Müssen wir unser Vorgehen ändern, weil das, was wir tun, nicht effektiv ist? Oder sollten wir das ganze Vorhaben abbrechen, weil der Markt das anscheinend gar nicht will? So, das sind ja alles wichtige Fragen und die sollten wir so früh wie möglich klären und nicht spät. Und der eine oder andere hat jetzt wahrscheinlich bei diesen Metriken und Zahlen gedacht, oha, 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 das geht auf jeden Fall schief in meinem Kontext. Und da ist mit Sicherheit was dran, weil viele Unternehmen ja leider gewohnt sind, solche Zahlen und Planwerte als Garantien zu verstehen und Leute zu bestrafen, wenn sie es nicht schaffen. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen nicht, dass das als Hands-off-Management-Vertrag verwendet wird und Leute dann bestraft werden, sondern dass diese Metriken und Zielwerte, Planwerte verwendet werden sollen, um wertvolle Dialoge zu starten. Und das sind Dialoge, bei denen die Beteiligten hinterher schlauer sind als vorher. Und so etwas Ähnliches findet sich auch im agilen Manifest. Da steht, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist uns wichtiger als Vertragsverhandlungen. Also einfach offen dafür zu sein, dass diese Werte mit Sicherheit am Anfang nicht stimmen werden. Weil die Planwerte für die Wirkung nie mehr sind als ein Best Guess. Dazu verstehen wir in der Regel den Markt, unsere Kunden nicht gut genug. Und dann können wir uns aber so schrittweise voranlernen und zu realistischen Werten kommen. Und dann wollte ich noch einmal über die Leistungsfähigkeit des Teams sprechen, also meinen inneren Kreis. Da haben wir schon gesagt, wir hoffen durch bessere Leistungsfähigkeit, bessere Ergebnisse, coolere Wirkungen zu erzielen. Da habe ich eine Abbildung von Diana Larsen geklaut, die ich sehr schön finde, dass sie sagt, es sind so 4 Schichten zu adressieren, um wirklich High Performance im Team hinzukriegen. Die unterste Schicht ist, wir brauchen Vertrauen. Nur da auf dieser Basis gibt es echtes Commitment. Nur mit echtem Commitment kriegen wir wirklich Konflikte hin und können vernünftig mit denen umgehen. Und das ist die Basis, um wirklich kreativ arbeiten zu können. Und das alles zusammen führt zu High Performance. Und das findet sich im Grunde auch schon in dem wieder, was ich gerade zuletzt über die Wirkung gesagt habe, ne? Also, so Planwerte hinzuzimmern und zu sagen, wir glauben, wir können diese Umsatzwerte erzielen, wird nur dann gelingen, wenn ein Mindestmaß an Vertrauen da ist, dass die Werte tatsächlich nicht als Garantien verstanden werden, sondern als Best Guess und als Möglichkeit zu lernen.
Wenn das da ist, dann können wir uns auch voll darauf committen, nicht im Sinne von, wir werden das auf jeden Fall erreichen, sondern wir werden alles tun, um das zu erreichen. Und wenn die Realität vom Plan abweicht, was sie ständig tun wird, dann wird das Konflikte offenbaren. So, also die einen sagen vielleicht, wir sollten damit aufhören, das bringt gar nichts, und die anderen sagen, wir sollten auf jeden Fall weitermachen. Das heißt, Konfliktfähigkeit ist auch etwas, was wir hier brauchen, damit auf dieser Basis dann kreative neue Ideen entstehen können. Damit dieses Arbeiten an diesen vier Schichten jetzt nicht völlig erratisch wird, also dass man sagt, wir machen ganz viele tolle Sachen, um Vertrauen aufzubauen, aber am Ende findet die Wirkung gar nicht statt, die wir uns wünschen, ist es sinnvoll, in der Planung also von außen nach innen vorzugehen. Also zuerst zu überlegen, was sind die Wirkungen, die wir haben wollen. Dann zu überlegen, welche Art von Ergebnissen brauchen wir dafür. Und dann halt zu gucken, was müssen wir an der Leistungsfähigkeit des Teams tun. Und in der Durchführung gehen wir natürlich dann von innen nach außen, erhöhen die Leistungsfähigkeit des Teams. Das führt dazu, dass wir bessere Ergebnisse erzielen können und dann bessere Wirkung. Und dann passiert was total Cooles in den Sprint-Retrospektiven. Meine Beobachtung in Sprint-Retrospektiven ist, dass das am Anfang noch relativ leicht fällt. Also das Team zusammen mit dem Scrum Master in der Lage ist, sehr viele Low-Hanging Fruits zu ernten. Dass es dann aber zunehmend zäh wird. Weil man dann an Stellen kommt, wo das Team feststellt, da gibt es Hindernisse. Die sind aber super schwer zu beseitigen und schon gar nicht durch das Team und den Scrum Master alleine. Und dann verschieben sich leider häufig die Diskussionen in die Richtung, dass sie sagen, wir gucken, was wir denn hier noch verbessern können. Das sind aber möglicherweise nicht die Sachen, die wirklich für das Unternehmen nützlich sind. Wenn wir ausgehen von den Wirkungen, die wir erzielen wollen und die Ergebnisse, die dafür notwendig sind, dann können wir hier mehr Richtung und Fokus reinkriegen, dass sich die Frage verschiebt von, was können wir verbessern, hin zu, was müssen wir verbessern. Und wenn wir heute noch nicht wissen, wie das geht, dann kommt aus der Retrospektive vielleicht erstmal nur die Maßnahme raus, das bis zum nächsten Mal rauszukriegen. Also welche Optionen das gäbe, um die Leistungsfähigkeit so zu verbessern, wie wir sie eigentlich brauchen. So, und hier kann man jetzt im Grunde das gleiche Spiel spielen wie mit den Business Stories. Man kann so Improvement Stories bauen. Die habe ich bei Robin Diamond ein bisschen geklaut und angepasst. Da sollte eine Motivation drin sein, warum wir das überhaupt machen wollen. Wir sollten über die Maßnahmen reden, die wir durchführen wollen, also in diesem Fall Motivation. Wir haben Annahmen darüber, was die Kunden wollen, validieren die aber nicht. Und wir wollen schneller lernen, was Möbelkäufer wirklich brauchen. Und bei den Maßnahmen, wir wollen den Release-Prozess so optimieren, dass wir auf Knopfdruck jeden Tag releasen können. Und das Team möchte echte Möbelkäufer kennenlernen und regelmäßig Gesprächstermine mit denen machen. Auch hier wieder Feedback-Zyklus. In meinem Fall monatliche Evaluation. Wir gucken auf Dauer des Release-Prozesses und die Anzahl der Gespräche. Und auch hier finde ich es völlig plausibel, das auf eine Zeitachse zu legen, sich zu überlegen, was glauben wir dann, bis wann wir was erreicht haben können. Mit der gleichen Denke wie bei den Business Stories, wertvolle Dialoge zu triggern, unangenehme Gespräche zu erzwingen, ohne das als Garantie zu verstehen. Und ich finde, hier sind Scrum Master und Agile Coaches auch gefragt, sich accountable halten zu lassen. Also dafür, dass hier Dinge tatsächlich passieren, so wie wir sie anstreben. Oder dass zumindest die Richtung stimmt und dass wir regelmäßig darüber reden, ob das alles noch so passt oder nicht. So, und dann kann man im Grunde meine drei Ebenen alle mit Stories versehen. Die mittlere Ebene, das waren ja die Sprint Reviews, die hatten schon Stories. Die nennen wir User Stories. Für die Wirkungen habe ich Business Stories vorgeschlagen. Für die Verbesserung Improvement Stories. Und wenn man das mit den Business Stories so weit treibt, wie ich das vorgeschlagen habe, also dass die irgendwas vielleicht zwischen 1 und 3 Monaten sind und gerne auch kürzer als 1 Monat, wenn ihr das hinkriegt, dann braucht man keine Epics mehr. Also, und dann ist das Ganze konzeptionell gar nicht komplizierter als das, was wir heute tun. So, wir haben nach wie vor in der Regel 2 Ebenen, nur dass es jetzt nicht mehr Epic User Story, sondern Business Story User Story ist.
gut. Und abschließend möchte ich mit dieser Abbildung, die habe ich von einem Schulungsteilnehmer, bei einem Schulungsteilnehmer gesehen, hatte das als virtuellen Hintergrund. Ich kannte das vorher noch nicht. Ich habe dann den Autoren ausfindig gemacht, den Mauro Strione, und der hat mir erlaubt, es in Vorträgen zu verwenden. Also Agilität ist keine mythische Kreatur, die Post-its futtert und dann Software scheißt, sondern wenn man das ernst meint, ist das harte Arbeit. Wenn wir es richtig machen, haben wir viel Spaß dabei. Aber es sind auch viele unangenehme Gespräche zu führen, weil nur dann echtes Lernen stattfindet. Und es ist kein Selbstzweck. Wir machen das, weil wir glauben, dass es besser hilft, Kunden glücklich zu machen und Unternehmen erfolgreicher. Und daran müssen wir uns messen lassen. Wenn wir das nicht gebacken kriegen und am Ende nur auf der Haben-Seite haben, dem Team geht es besser oder die fühlen sich komfortabler, dann haben wir es aus meiner Sicht verzockt. Wir haben dazu in unserer Kundenzeitschrift der Agile Review eine Reihe von Artikeln veröffentlicht. Und wenn ihr weiteres Interesse an dem Thema habt, an weiterem Material oder auch nur Diskussionsbedarf, meldet euch gerne per E-Mail. Ich unterhalte mich gerne mit euch darüber. Das hilft mir dann auch, euch besser zu verstehen und auch das Thema weiterzuentwickeln. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten für Fragen und Antworten, wenn ich es richtig sehe. Ja, das ist noch richtig. Danke, Stefan, für deinen Vortrag. Also, du hast extrem viel Zuspruch bekommen. Ich glaube, dein Vortrag war derjenige, der die meisten plus Einsen bekommen hat, die ich in deinem heutigen Tage gesehen habe. Auch ich habe auch so einige Mal gedacht, so ja, plus eins, so, ne, so Themen wie Accountability bei Scrum Masters und agilen Coaches. Das sind so Themen, die kenne ich halt auch. Oder auch sehr treffend die Thematik mit da eine Business Story, oder ich nenne das bei uns eher Initiativen, die haben eine gewisse Annahme, und wenn die nachher nicht eintritt, dann ist das ein großes Drama. Und was du sagst, dass du eigentlich eher danach in so einen wertvollen Dialog, in so eine Konversation gehen möchtest, finde ich gerade, also es ist, kann ich nur unterschreiben aus meiner Perspektive als Product Owner, kann ich also wirklich nur unterschreiben. Wir haben auch ein paar Fragen, neben den ganzen Lobpreisungen, die du bekommen hast. Ja. Die Karin würde gerne wissen, Thema Product Vision versus Business Story. Ist für dich die Vision einen Teil einer großen Business Story? Also das könnte man vielleicht so sehen. Ich würde es tendenziell eher umdrehen. Okay. Also für mich hat eine Produktvision einen deutlich längeren Zeitraum. Also bei echten Produkten eher über Jahre. Ich würde sagen Minimum aber 6 Monate. Und Business Stories habe ich ja als kleiner positioniert. Also für mich kämen die eher unterhalb der Produktvision. Ja, würde ich auch unterschreiben, so aus meiner Produktbrille heraus. Wo es schön, wenn ich noch ergänzen darf. Bitte? Im neuen Scrum Guide ist jetzt neu eingeführt das Product Goal. Also das soll ein Produktziel geben. Und man könnte die Produktvision verwenden als Product Goal. Ich finde aber tatsächlich noch prägnanter wäre, Business Stories als Product Goal zu verwenden. Das ist tatsächlich jetzt gerade, als würdest du meine Notizen mitlesen, weil der Tipp genau folgende Frage: Wäre für dich die Business Story ein Teil, ein Product Goal für dich? Also weil halt gemäß des neuen Scrum Guides, und du hast ihn gerade erwähnt, oder würdest du beide abgrenzen? Wenn ich richtig verstanden habe, dann wäre für dich quasi das ein wenig ebenbürtig zu sehen, oder? Genau, also Product Goal ist allgemeiner, das kann natürlich auch alles mögliche andere sein, aber eine Business Story erfüllt die Kriterien 1:1 aus meiner Sicht. Ja. So, letzte Frage von meinem alter Ego Jan, also nicht von mir, aber von einem aus der Teilnehmer. Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, wie man zu einer Business Story kommt? Also würdest du das in einem Refinement sehen, mit dem Team zusammen herleiten, oder wie genau kommt man zu so einer Business Story aus deiner Sicht heraus? Ich habe tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, das zusammen mit dem Team zu tun. Mindestens, wenn wir in den Bereich kommen, dass wir vielleicht eine große Business Story in kleine aufteilen. Weil dann natürlich auch relevant ist, dass die kleineren aufgesplitteten Business Stories
tatsächlich relevant kleiner sind. Und diese Frage können im Grunde nur Techniker, also das Entwicklungsteam, qualifiziert beurteilen. So, wenn wir die nicht dabei haben, dann könnte das sein, dass wir uns irgendwas ausdenken, was nachher gar nicht so viel bringt. Ja. Refinement wird es meistens eher nicht sein, aus meiner Sicht, weil man mitunter vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht und häufig auch andere Beteiligte, weil ich ja gesagt habe, dass die Business Stories in der Regel bereichsübergreifendes Arbeiten erfordern. Das heißt, das braucht nochmal ein bisschen diverser zusammengesetzte Teilnehmerzahlen. Ich habe dann aber sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mit den Teilnehmern im Grunde zu brainstormen. Also zu sagen, es gibt entweder die Vision oder es gibt schon eine große Business Story und wir suchen jetzt darunter weitere Business Stories. Und dann einfach zusammen, was den Leuten so einfällt, erstmal ohne das zu bewerten. Und an der Stelle würde ich auch einem Product Owner empfehlen, sich erstmal als Gleicher unter Gleichen zu verstehen, also genauso beizutragen und auch noch nicht zu bewerten. Und erst hinterher, also wenn ich so eine Sammlung potenzieller Stories habe, dass dann erst der Product Owner auf den Plan tritt und priorisiert. Seine originäre Aufgabe, ne? Also festzulegen, diese Business Story ist mir viel wichtiger als eine andere Business Story. Hm. Ja, also ich kann da auch nur sekundieren. Also wir machen WordPress, was wir immer so Pre-Epic Planning getauft haben. Und du weißt, möglichst viele Buzzwords macht das Ganze gut. Und genau das machen, was du da beschreibst. Also wir holen da interne Stakeholder mit rein, Product Owner, Softwareentwickler und so weiter und sagen, hey, diese grobe Vision, diese Idee haben wir und was könnten wir denn Cooles machen? Und dann bin ich, weil ich bin ja Product Owner, halte mich genau, wie du gerade gesagt hast, sehr schön zurück und sammelt erstmal quasi alles ein. Was man dann später daraus macht, ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses Abholen von allen Beteiligten sehr viel Sinn macht. Und auch bei Rewe Digital arbeiten wir sehr viel mit internen Stakeholdern zusammen, weil wir ja gerade im operativen Bereich, im Fulfillment sehr viel zu tun haben oder sehr viele Sachen machen. Und auch da ist die Erfahrung, dass wenn man mit allen Leuten an einen Tisch kommt und einfach mal überlegt, was wollen wir überhaupt erreichen und wie können wir das machen, dann ist da die teamübergreifende Zusammenarbeit auf jeden Fall, also was ich in den letzten 2 Jahren gelernt habe, extrem hilfreich. Also das kann ich tatsächlich auch wieder nur wie der Rest der Mannschaft plus einsen, tatsächlich. Cool, das waren es an Fragen soweit. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Stefan, für diesen letzten super tollen Vortrag. Gerne. Damit bedanke ich mich auch an den ganzen Teilnehmern dieses Tracks. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, es war richtig cool mit euch. Wir hatten wirklich tolle, ein buntes Potpourri an Vorträgen. Ich bin dafür raus und wir sind im Closing. Dankeschön, ciao. Tschüss.